Die Wartelisten, sie schmelzen nur so dahin. Der Weg zur eigenen Rolex direkt vom Konzessionär. Er war schon lange nicht mehr so kurz wie dieser Zeit. So zumindest hat es den Anschein, wenn man bei uns in der Community im Forum mitliest. Und das ist eine Sache, über die wir natürlich reden müssen. Ebenso über Rolex und Apple. Was ist da los? Der Konkurrenzkampf geht in eine neue Runde. Welcher Konkurrenzkampf? Egal. Wir haben neue Modelle, über die wir sprechen. Natürlich von Tudor. Die haben einen neuen Chronographen der Black Bay-Linie in Tudor Blue rausgebracht. Ansonsten haben wir noch eine sehr, sehr coole Tissot PRX-Erweiterung, die es im wahrsten Sinne des Wortes in sich hat. Und wir schauen bei Omega die neue America's Cup Seamaster 300M. America's Cup ist ein gutes Stichwort, da gibt es Neuigkeiten, gute wie auch schlechte leider. Und wir bleiben bei der Seefahrt. Ich nehme euch wieder mal ein Stückchen mit auf eine Kreuzfahrtjacht diesmal. Viel Vergnügen mit diesem Video. Servus und hallo, willkommen bei Luxify, bei einer Monthly Session. Keine Sorge, das wird jetzt nicht zur Gewohnheit, dass ich mich so selten melde. Das ist eher Ausnahmezustand. Also nennen wir es weiterhin Weekly Session Nummer. Was haben wir? 67 heute und wir haben spannende Themen am Start. An meinem Arm heute die Apple Watch Ultra 2. Oh, Tempora. Oh, Moritz, was ist denn da los? Na, keine Sorge, ist nicht meine, habe ich nur zur Verfügung gestellt bekommen, um mir die mal anzuschauen und um mal ein Stückchen das zu testen. Werde ich euch irgendwann natürlich was drüber erzählen. Passt aber ganz gut zum ersten Thema heute. Rolex schlägt Apple. Das war zu lesen in der NZZ und darüber müssen wir natürlich reden. Worum geht es da? Es geht um die Verkaufszahlen für Uhren. Da hatte man ja oder hatte Tim Cook vor vielen Jahren sehr stolz berichtet, dass er an der ganzen Schweizer Uhrenindustrie vorbeigezogen ist, stückzahlmäßig, glaube ich, und an Rolex, was den Umsatz angeht. Und genau das soll jetzt dieses Jahr erstmalig wieder anders sein. Rolex soll Apple dort überholen, was die Umsatzzahlen angeht, natürlich nur nicht, was die Stückzahlen angeht. Oliver Müller hat das vorausgesagt, seines Zeichens ein echter Kenner der Branche. Grund dafür ist, dass die Apple Watch sich wohl ein bisschen schwerer verkauft als jetzt die Jahre zuvor und umgekehrt natürlich Rolex Rekordumsätze macht und deswegen soll da die Krone quasi wieder zurück in die Schweiz gehen. Na, schauen wir mal. Insofern werde ich jetzt auch kurzfristig erstmal meine Apple Watch da hier Leihgabe mal wieder runternehmen. So, und wieder eine mechanische Uhr mir zu Gemüte führen. Was ist es? Es ist natürlich die beste Rolex aller Zeiten. Die Sea-Dweller, die 126-600, die Little Big Red Sub. Die Apple Watch allerdings, jetzt will sie wieder irgendeinen Code haben, okay, die werde ich auf die nächste Reise mitnehmen. Natürlich nicht nur, es kommt auch ein mechanischer Zeitmesser mit und das wird seinen Grund haben, was, das werdet ihr sehen, wenn ihr mir auf luxify-de folgt auf Instagram. Da gibt es hoffentlich demnächst ein bisschen was zu sehen, ein bisschen was Außergewöhnlicheres. Folgt mir da also gerne. Wenn ihr mir schon folgt, werdet ihr gesehen haben, ich war wieder unterwegs und zwar in Sachen Kreuzfahrt auf einem Kreuzfahrtschiff und zwar auf einem der exklusivsten Kreuzfahrtschiffe der Welt. Eigentlich kann man das auch gar nicht mehr Kreuzfahrtschiff nennen, denn es sieht aus wie eine Yacht und es fühlt sich auch an wie eine Yacht da drin. Es sind 50 Kabinen nur an Bord, sprich man reist mit maximal 100 Gästen dort. Emerald Sakara heißt das Schiff, ein wirklich irres Teil. Nicht jetzt komplettes Ultra-Luxus-Segment, obgleich man das vom Aussehen schon denken könnte, sondern eher, ich würde mal sagen, oberes Premium-Segment. Hat mir sehr gut gefallen. Die Reise ging entlang der kroatischen Küste bei feinstem Wetter und das Tolle an so einem Schiff ist halt auch, das kann fast überall direkt in der Stadt anlegen und wenn es mal draußen vor Anker liegt, umso besser, dann kommt die Marina zum Einsatz und dann wird es so richtig spaßig. Das ist schon echt der Hammer. Die perfekte Umgebung, habe ich mir gedacht, um mal meine Bubbles auszuführen. Die Rolex Celebration, die Oyster Perpetual 41. Was meint ihr? Ich finde, das passt ziemlich gut. Natürlich werde ich euch auch hier wieder ein extra Video zu machen. Dann werdet ihr da ein bisschen mehr drüber erfahren und da kann ich schon sagen, freut euch drauf, denn das ist wirklich was
ziemlich Einzigartiges. Die Celebration am Jubiläumsband ist wirklich wunderbar. Das habe ich auf der Reise auch wieder gemerkt. Ich habe aber auch wieder gemerkt, es gibt so den einen oder anderen Punkt, der nicht ganz so wunderbar ist. Nämlich diese polierte, bombierte Lünette. Gut, wenn ihr die Uhren einfach nur tragt, wird euch das wurscht sein. Wenn ihr aber wie ich viel die Uhren fotografiert, dann ist das echt ein bisschen nervig. Ich habe so schöne Shots gemacht am Infinity Pool und im Infinity Pool und immer sieht man nur meine dicke Wampe sich da spiegeln. Also das ist wirklich furchtbar. Ja, das sind die wahren Probleme. Bunte Uhren haben bei Rolex ja schon eine gewisse Tradition, nicht erst seit der Celebration und der Puzzle, die rauskam. Wir hatten ja vorher auch schon so Sachen wie die Haribo Yachtmaster und wir hatten natürlich die Rainbow Daytonas, die so alle paar Jahre immer mal wieder off-Katalog zu sehen sind. Genau die, und da muss ich gestehen, das war auch mir vollkommen neu, die gibt es schon viel, viel, viel länger, als wir das eigentlich gedacht haben. Bereits in den 1990er Jahren, nämlich noch zu Zeiten der Zenit Daytona also, fertigte Rolex ein Rainbow Daytona, ein Einzelstück in dem Fall. Und genau das kommt jetzt zur Auktion, und zwar bei Philips in Genf am 8. November. Reloaded ist der Titel der Auktion, The Rebirth of Mechanical Watchmaking. Es geht um Uhren der 1980er und 1990er Jahre. Und man darf gespannt sein, was man da noch so hervorzaubert. Das Stück hier, die weißgoldene Rainbow Daytona Referenz 1695. 99 jedenfalls ist schon mal ein Highlight, absolut spannendes Teil. Das Estimate gibt Philips in dem Fall mit über 3 Millionen Franken an, könnte mir aber vorstellen, dass da am Ende noch eine ganz andere Summe im Raum stehen wird. Ganz andere Summen standen sicherlich auch im Raum bei einem Deal, der sich kürzlich zugetragen hat zwischen Chanel und MB&F. Chanel hat tatsächlich Anteile von MB&F übernommen und zwar gar nicht mal wenige, sondern mal direkt mit 25% eingestiegen in diese Ausnahmemanufaktur. Chanel hat ja seine eigene Uhrenlinie und Chanel ist auch beteiligt bei Kennissy, also mit Tudor zusammen da entsprechend beim Werkehersteller. Ja, und Bell & Ross sind sie auch noch beteiligt, also sie haben schon einige Beteiligungen. Jetzt kommt wie gesagt MB&F dazu, Max Büsser und Friends. Max Büsser hält mit 60% noch weiterhin die Mehrheit an der Firma, seine Friends dann noch die entsprechend anderen 15%. MB&F hat ja noch eine Zweitmarke ins Leben gerufen vor 3 Jahren. Und zwar Mad. Und da hat es die Mad One. Da gab es ja jetzt schon verschiedene Editionen. Jetzt warten alle natürlich auf die Mad 2. Die soll auch kommen, allerdings erst nächstes Jahr, eben zum 20-jährigen Jubiläum. Man hat jetzt aber noch eine andere Uhr reingeschoben, und zwar die Mad 1S, also quasi so ein Zwischending. Und S, das könnte stehen für Slim, denn man hat bei der Uhr ordentlich Bauhöhe eingespart. Fast 19 mm waren es vorher, jetzt geht es runter auf 15 mm. Das tut der Optik der Uhr, finde ich, gut. Allerdings erkauft man sich das auch durch den Umstand, dass die 1S nun nur noch eine Stundenanzeige hat. S wie Stunde also, denn der Minutenring, der fehlt nun und damit ist ein genaues Ablesen der Uhrzeit somit nicht mehr möglich. Auch beim Werk hat sich was getan. Man braucht ja für das Design der Uhr einen nur einseitig aufziehenden Rotor, damit dieser in die Gegenrichtung halt frei schwingen kann. Das ist ja quasi der Witz dieser Uhr an sich. Und da hat man damals eins gefunden, und zwar in Japan mit dem Miyota 821A. Nun greift man für die 1S auf ein Schweizer Uhrwerk zurück. S wie Schweiz, also quasi. Und zwar hat man dort gefunden das G101 von La Jouperette. Das kommt auch schon bei Furlan Mari zum Einsatz. 28.800 Halbschwingungen statt 21.600, wie es beim Miyota war. Und die Gangreserve liegt dann jetzt bei 68 Stunden statt 42 Stunden. Also auch das nochmal ein Upgrade. Upgrade gab es keinen beim Preis. Der ist tatsächlich schon wieder gleich geblieben. Er liegt weiterhin bei 2.900 Schweizer Franken plus Steuern. An die Uhr, respektive erstmal an die Kaufoption für die Uhr, gelangt man wieder durch eine Lotterie. Dessen Verfahren ist aber jetzt ein bisschen geändert worden wie vorher, um Investmentmenschen und keine Ahnung was halt davon abzuhalten, da jetzt irgendwie 5 oder 6 gleich mal sich anzumelden. Was hat sich sonst noch getan an der Welt der Uhren, als ich jetzt nicht da war? Wir hatten die Geneva Watch Days und wir hatten die Watches and Wonders Shanghai. Da sind natürlich wieder jede Menge Neuheiten rausgekommen, die ich allesamt
natürlich jetzt noch nicht gesehen habe, entsprechend euch auch da jetzt nicht so wirklich vorstellen kann. Ihr habt sie aber sicherlich, die ganzen Pressebilder in den letzten Wochen, eh schon auf allen Instagram- und Social-Media-Accounts und Blogs und so weiter gesehen. Insofern wahrscheinlich nichts Neues für euch. Wenn da aber was dabei ist, wo ihr sagt, da möchte ich gern, dass wir da hier drüber sprechen oder dass ich die Uhr mal vorstelle, dann schreibt mir das gerne hier in die Kommentare oder ins Forum, wo immer ihr möchtet. Und dann schaue ich mal, ob ich oder wie ich oder wann ich an die entsprechende Uhr mal drankomme, um Fotos zu machen, um sie mir anzuschauen. Und dann sprechen wir darüber. Drei Neuheiten der letzten Wochen mag ich euch jetzt hier aber doch nicht vorenthalten. Und die erste kommt von Tissot und da habe ich mich richtig drauf gefreut. Leider auch noch nicht live gesehen, aber dass die Uhr kommt, das war schon relativ lang klar. Jetzt ist sie da. Sie ist eine Erweiterung der Tissot PRX-Kollektion, 40mm Automatik. Und sie huldigt einem Zeichentrickhelden quasi. Sie nimmt Bezug auf UFO-Robot Grandizer, der im deutschsprachigen Raum eher als Goldorak bekannt ist. Also euch vielleicht, hoffentlich mir tatsächlich, war er nicht ganz so bekannt. Die Serie launcht in 1978, da war ich dann wohl noch etwas zu klein dafür. Basis der Uhr ist, wie gesagt, das 40mm PRX mit Powermatic 80. Ausgestattet ist sie mit einem blauen Blatt, das die Grandizer-Büste in Super Luminova ziert. Hinzu kommt ein Sekundenzeiger mit Hakendetail, ein spezieller Rotor und eine Reho-Gravur mit dem Originaltitel auf Japanisch. Ich finde das Teil ziemlich lässig, speziell auch wegen der Uhrenbox, die dem UFO Goldorax, dem Spacer, nachempfunden ist. Der Preis liegt bei 895 €, damit der gleiche wie beim goldfarbenen Modell, beziehungsweise eben 120 € mehr als die normale Stahlversion. Ich glaube, das geht schon in Ordnung. Die zweite Neuheit, die durfte ich mir aber tatsächlich schon mal live anschauen. Da kann ich euch live Bilder von zeigen. Die kommt von Omega. Omega ist ja, wir sprachen darüber, Sponsor des Emirates Team New Zealand beim Americas Cup. Da gab es schon eine entsprechende Planet Ocean dazu. Die habe ich euch, glaube ich, mal vorgestellt. Omega ist aber auch offizieller Zeitnehmer des 37. Americas Cup, der da zurzeit in Barcelona stattfindet. Und diesbezüglich haben sie jetzt diese Uhr vorgestellt, die Omega Seamaster Professional Diver SMP 300, die eben jetzt diesem Ereignis huldigt. Verantwortlich für die Uhr zeichnet sich genauso wie für die anderen tollen Neuheiten, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, wie Snoopy, wie 321, wie die weiße Speedmaster oder wie die Summer Blue Edition oder auch die Moonswatch oder auch die No Time to Die, nicht zu vergessen, die gab es ja auch noch. Jedenfalls verantwortlich dafür ist der Omega Vice President Product und das ist Gregory Kissling. Ich persönlich kenne ihn schon ewig, ich weiß gar nicht, ich glaube, meine allererste Produktvorlage in Basel vor vielen, vielen Jahren, da war er schon dabei, hat die Produkte gezeigt. Ja, jetzt wird er Omega verlassen. Er wird CEO von Breguet und das ist natürlich ein ganz schöner Knaller. Ich freue mich für ihn, ich freue mich für Breguet, weil ich glaube, dass er der Marke sehr, sehr gut tun wird und sehr frischen Wind da reinbringen wird. Ich freue mich drauf, was wir da sehen werden. Auf der anderen Seite, für Omega wird das ein herber Verlust sein. Ich weiß noch nicht, wer an seiner Stelle kommt oder wie das geregelt wird. Da habe ich bisher noch keine Infos bekommen. Aber wie gesagt, er geht zu Breguet und herzlichen Glückwunsch an der Stelle zum CEO-Posten dort. Kommen wir aber zurück zur Neuheit von Omega, der Americas Cup Seamaster Professional Diver. Sie kommt im 42mm Stahlgehäuse kombiniert mit einem Stahlband mit, Achtung, Schnellwechselsystem. Das hatte die Olympia SMP 300 ja auch schon. Nun also auch hier. Ich bin gespannt, wann das jetzt dann auch zur Serie dann übergreift. Uhr trägt das Logo des Americas Cups auf der rückseitigen Glasboden. Auf der Vorderseite hat man auf einen entsprechenden Hinweis verzichtet. Lediglich der Sekundenzeiger hat als Gegengewicht die berühmte Kanne bekommen. Das finde ich ganz hübsch. Wir haben ein weißes Keramikblatt mit breiten Linien dazu, eine blaue Lünette. Das ist eine schöne Kombination. Was mir sehr, sehr, sehr gut gefällt, ist der Minutenzeiger. Der ist mit einem Farbverlauf von blau nach rot verziert und das sieht
echt sexy aus. Was ich hingegen wenig schade finde, die Lünette, die hat ja so einen Countdown-Timer bekommen mit einer kleinen Flagge und einem Startschriftzug. Das kann man machen, das ergibt auch seinen Sinn. Allerdings, ich hätte mir hier noch so ein rotes Detail oder sowas gewünscht. So schaut es ein bisschen blass aus. Da hätte es, glaube ich, ein bisschen mehr geben können. Das ist eigentlich das Einzige, was ich zu bemängeln habe. Den Preis vielleicht noch, der liegt bei 7.100 €. Das sind 600 € über die Serienversion mit neuem Band etc. Kann man das schon zum Teil argumentieren. Dennoch denke ich, 300 € drüber hätten vielleicht auch gelangt. Omega soll übrigens, so besagen es zumindest Gerüchte, im Herbst schon wieder eine Preiserhöhung machen. Patek hat ja gerade eine gemacht zum 1. September. Die war aber wohl nicht ganz so arg und betraf, glaube ich, auch nicht alle Modelle, wenn ich das mitbekommen habe. Ich habe es mir tatsächlich noch gar nicht groß angeschaut bisher. Bei Omega stehen aber tatsächlich 12% im Raum, die da angehoben werden sollen. Meine Reaktion im Forum war, das wäre ja grotesk. Das finde ich auch immer noch. Man muss aber dazu sagen, es sind reine Gerüchte. Ich habe sie nirgendwo bestätigt bekommen. Im Gegenteil, wen auch immer ich gefragt habe, hat gesagt, sie wissen nichts davon. Also vielleicht ist es auch einfach überhaupt nichts dran und es bleibt alles so, wie es ist. Schauen wir mal. Thema America's Cup. Es läuft ja zurzeit der Louis Vuitton Cup, die Vorserie quasi zum America's Cup in Barcelona. Sehr, sehr, sehr coole Rennen. Das Wetter war anfangs richtig, richtig schön, hat inzwischen ein bisschen umgeschlagen jetzt die Woche. Schaut euch mal das Bild hier an. Krass, oder? Also, das war ziemlich heftig. Da haben sie dann auch abgebrochen. Am nächsten Tag gab es auch kein Rennen. Und während ich jetzt das Video drehe, gibt es vielleicht wieder welche. Ich weiß es nicht. Ich kann ja nicht beides gleichzeitig machen. Aktuell mit Stand jetzt heute, wo ich dieses Video wie gesagt drehe, sieht es für Tudor, also für Alinghi Red Bull Racing, nicht ganz so rosig aus. Die müssen ganz schön kämpfen, um eine Runde weiterzuziehen. Das hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Die hatte ich ganz weit vorne gesehen. Aber die See und der Wind sind manchmal ja erbarmungslos. Profitieren konnte davon und von der eigenen Leistung natürlich das Prada Pirelli Luna Rossa Team, also Panerai. Die haben übrigens auch eine neue Uhr rausgebracht. Ganz vergessen, schieben wir gerade noch rein. Das ist die hier. Panerai Submersible Luna Rossa Carbotech PAM 01563. Limitiert auf gerade einmal 37 Stück zum Preis von 18.400 €. Die Uhr wird es nur 24 Stunden lang geben, ausschließlich online. Und ich fürchte, je nachdem wie schnell ich bin mit dem Video, wird die Zeit dann wahrscheinlich auch schon abgelaufen sein. Dennoch, wir schauen kurz weiter. 42 mm Carbotech Gehäuse mit Carbotech Lünette und DLC beschichtetem Gehäuse. Boden aus Titan, dazu ein blaues Sonnenschliffblatt und ein Armband aus Kautschuk mit blauem Textil und rotem Luna Rossa Streifen Kaliber P900 mit 3 Tagen Gangreserve, wasserdicht bis 500 Meter. Ja, nicht ganz so schön gelaufen ist bisher das mit dem America's Cup für Rolex Markenbotschafter Sir Ben Ainslie, denn der sah sich eines Tages nach einem Training einem Messer gegenüber und wurde sehr unschön aufgefordert, doch bitte seine Uhr zu übergeben, was er dann auch gemacht hat. Also Uhr weg. Barcelona ist und bleibt ein sehr, sehr gefährliches Pflaster für teure Uhren. Ich weiß nicht, ich konnte auch bisher nicht letztlich rausfinden, ob es dieser Prototyp war, der Yachtmaster 42 in RLX Titanium, die extra für ihn gemacht wurde damals, oder ob es ein Standardmodell war. Es war irgendwas zu lesen von 20.000 €, aber da weiß man ja eh nie, was da gemeint ist. Jedenfalls sehr ärgerlich, sehr traurig und wie gesagt, wenn ihr in Barcelona seid, vielleicht keine gute Uhr mitnehmen. Rolex sponsert ja kein eigenes Team in dem Sinne. Tudor tut das, wie gesagt, Alinghi Red Bull Racing. Tudor hat eine neue Uhr rausgebracht, allerdings nicht im Zusammenhang mit dem America's Cup, sondern einfach so, und zwar den Black Bay Chrono in
Tudor Blue. Tudor Blue ist, so sagt es Tudor selbst, allerdings kein spezifischer Blauton, da Tudor über die Jahre davon gleich einige verwendet hat. Insofern könnte man also sagen, Tudor Blue ist jede Tudor, die Blue ist. Na, das ist doch mal praktisch. Blaues Blatt mit silberfarbenen Totalisatoren, Stahllünette mit blauem Aluminium-Inlay, das Ganze am fünfgliedrigen Don't Call It Jubilee-Band mit Tiefitschließe. Das sieht alles sehr, sehr super aus. Das ist jetzt keine Neuheit, die einem den Atem vollends stocken lassen würde, aber eine schöne und gelungene Ergänzung der Kollektion. Das darf es doch auch mal sein. 5.660 Euro in Deutschland, 5.720 Euro in Österreich, damit da exakt der gleiche Preis wie der pinkfarbene Chrono. Pinkfarbener Chrono, oh wei, oh wei, oh wei, hat sich Tudor da gerade vielleicht ein gewaltiges Ei ins Nest gelegt oder dem Thema Investment einfach mal ganz gepflegt den Mittelfinger gezeigt? Nur wenige Exemplare, so hieß es ja beim Launch im März ja noch, würden von dieser Uhr produziert werden. Und das hat natürlich dazu geführt, dass sich alle auf diese dann doch nicht ganz alltägliche Uhr gestürzt haben. Ein Hauen und Stechen über die wenigen Exemplare. Na, ganz so schlimm war es nicht, aber diejenigen, die eins ergattern konnten, die waren da schon sehr, sehr stolz drauf. Auch für den gebeutelten Rolex-Konzi war das mal eine schöne Gelegenheit, auch mal andere zum Zuge kommen zu lassen und ihnen was Gutes tun zu können. Eben nicht nur mit einer Stahldetona, sondern vielleicht auch mal mit sowas. Das war auch ganz schön. Nun aber sieht es so aus, oder zumindest gibt es Gerüchte, dass man aufgrund dessen, dass die Uhr so gut läuft, dieses wenige Stücke sein lässt und die Uhr jetzt in die normale Kollektion übernimmt. Ja, das wäre natürlich, puh. Also man kann das machen, aber ob das sonderlich klug ist, ich weiß es nicht. Denn zum einen hätte Tudor damit ein für alle Mal klargemacht, dass man eben nichts ist für renditeorientierte Käufer. Gut, damit kann man gut leben, denke ich. Aber zum anderen hätte man auch gezeigt, dass man sich auf die Aussagen nicht verlassen kann. Und das wäre eher schwierig. Nun habe ich mal bei Tudor nachgefragt und ich habe eine Antwort bekommen. Und die war ja. Die Uhr ist jetzt tatsächlich im Katalog und auf der Webseite offiziell aufgeführt. Das heißt aber nicht gleichzeitig, dass die Uhr auch in den Mengen produziert wird, wie das jetzt für die normalen Standardmodelle der Fall ist. Das heißt also, nur der Umstand, dass sie jetzt dort gelistet ist, heißt nicht, keine Ahnung, Tore auf und Hunderte an jedem Konzi, das wird es nicht spielen. Diese Uhr soll auch weiterhin nur in einer sehr geringen Stückzahl ausgeliefert werden. Wie groß die ist, wie viel jeder Konzessionär davon bekommt im Jahr, wird natürlich nicht verraten. Eh klar. Die Uhr läuft gut, definitiv, aber wäre sie auch so gut gelaufen, wenn von Anfang an eben nicht gesagt worden wäre, dass es nur ein paar Stück gibt? Das wäre halt so die Frage. Oder haben sich alle nur drauf gestürzt wegen dieser paar Worte, weil sie dachten, okay, das ist Investment und was auch immer. Wie seht ihr das? Findet ihr das gut? Sollte es jetzt wirklich mehr davon geben? Oder wäre das ein Fehler von Tudor, da jetzt mehr zu machen? Gibt es den Hype wegen der Seltenheit der Uhr oder gibt es den Hype, weil die Uhr einfach so cool ist? Also ich meine, dieses Zifferblatt, es ist halt schon ziemlich lässig, das muss man schon einfach sagen. Schreibt es mir gerne hier in die Kommentare, was ihr von der ganzen Sache haltet. Ich freue mich drauf, es zu lesen. Natürlich auch gerne ins Forum. Stichwort Forum, Forentalk. Wir haben da einen schönen Thread, den Wartezeiten-Thread, und der ist absolut spannend nachzuverfolgen. Schon die letzten Jahre, wo es einfach gar nichts gab, aber jetzt umso mehr. Denn es ändert sich einiges. Die Wartezeiten werden kürzer und kürzer. Es ist zu lesen von Stahl-Submarinern zum Mitnehmen. Es ist zu lesen von keinem halben Jahr mehr, die man für eine Batman oder eine Sprite benötigt. Die Bruce Wayne scheint recht zeitnah verfügbar, dass sich nur noch wenige Renditeadler die Klauen verbrennen möchten. Das ist schon irre, was da gerade passiert. Und wenn man sich die Neuheiten von Rolex 2024 nochmal genau überlegt, was sie rausgebracht haben, kann man nur sagen, sie haben es gewusst. Sie haben gewusst, dass es so kommt. Deswegen gab es nur eine einzige Stahlneuheit. Und der Rest halt spielt in einer ganz anderen Liga. Der gemeine Kunde für diese Uhren, also für die Stahluhren und
und Maximalstahl Golduhren ist halt mehr und mehr wieder der, der es früher mal war. Einer, der vielleicht mal ein bisschen mehr abwartet, der abwägt, der überlegt, der nicht einfach mal irgendwas kauft, weil ja, Hauptsache es ist eine Krone auf dem Zifferblatt und dann passt das schon. Nee, die Realität sieht vielerorts wieder ganz anders aus. So richtig eine sichere Bank scheint allmählich wirklich nur noch die Stahl-Daytona und die Pepsi zu sein. Aber auch hier schauen wir mal, wie lange das noch anhält. Denn ich erinnere mich noch an Zeiten vor ja, knapp 10 Jahren oder so war es. Da war auch das längst nicht mehr in Stein gemeißelt. Kommen wir wieder an diese Stelle des Zyklus. Es bleibt auf jeden Fall interessant. Auch das natürlich ein Thema, zu dem ihr sicherlich sehr viel sagen könnt. Es wird mich interessieren, eure Erfahrungen zu hören aus der letzten Zeit, was Wartezeiten angeht, wie lange ihr auf welches Modell gewartet habt. Auch hier schreibt mir das gerne ins Forum. Ich verlinke euch den Thread, ne? Oder schreibt es mir hier in die Kommentare, wo immer ihr möchtet. In den Kommentaren zum letzten Video konnte ich herauslesen, dass der ein oder andere ein wenig enttäuscht war, ob dessen, dass ich mich nicht zum Thema Chronext geäußert habe. Das hat seinen Grund. So ein Video hier braucht schon seine Zeit. Das heißt, ich sitze da ein paar Tage dran, um das Ganze mal mir zu recherchieren und vorzubereiten. Dann drehe ich das, dann schneide ich das, dann lade ich das hoch, dann ja, ist es irgendwann oben und dann Sonntagabend oder wann auch immer drücke ich aufs Knöpfchen, dass wir das dann hier online entsprechend sehen können. Und ja, es war schlicht so, diese Nachricht über Chronext und deren, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, Sanierungsverfahren in Eigenverantwortung, die trudelte tatsächlich erst ein, als ich mein Video hier schon komplett abgedreht hatte und insofern war es schlicht und ergreifend zu spät. Deswegen reden wir heute drüber, beziehungsweise so richtig viel kann ich euch da tatsächlich auch nicht zu sagen. Warum? Weil das einfach ein Thema ist, mit dem ich mich 0,0 auskenne und insofern, ehe ich da irgendwas Falsches erzähle, irgendein Stussbubble, überlasse ich Informationen da doch lieber Menschen, die sich auskennen und die findet ihr natürlich wo sonst bei uns im Forum. Es gibt da einen Thread, da ist sehr viel Sachverstand drin. Ich verlinke euch den, wenn ihr wissen wollt, was es mit dieser Chronext-Geschichte auf sich hat und wie es Usern ergeht, die dort eine Uhr in Kommission haben oder gekauft haben oder tauschen wollten oder was auch immer. Lest da gerne mal rein, da könnt ihr euch jederzeit informieren. Interessant sind ja auch immer die Stories, die José auf seinem Periscope-Blog veröffentlicht. Ich lese die ja immer gerne, ich schaue da immer gerne rein und da gibt es jetzt was Neues und zwar eine Story über Blancpain, in die er wirklich viel Zeit und Herzblut reingelegt hat. Das merkt man. Es geht um die Frage, ob die älteste Uhrenmarke der Welt diesen Titel wirklich zurecht trägt oder nicht. Und da hat er so ein bisschen recherchiert vor Ort und ist da auf bestimmte Ungereimtheiten gestoßen, sagen wir es mal so. Nun habe ich mich tatsächlich in dem Fall aber bei einer Reaktion erwischt, die mich selbst ein bisschen verwundert hat, weil normalerweise sitze ich vor seinen Beiträgen und denke mir, das gibt's ja nicht, das ist ja Wahnsinn, wie kann man nur? Hier war es ein bisschen anders, hier war es tatsächlich so, dass ich mir gedacht habe, naja, also ob die jetzt seit 1735 oder seit 1815 Uhren bauen, ist mir eigentlich herzlich wurscht. Es mag daran liegen, dass ich einfach relativ lang schon in dieser Branche bin und wahnsinnig viele Geschichten erzählt bekommen habe und da eh immer schon mit so ein bisschen Abstand daran gehe und nicht mehr alles glaube, was man mir da erzählen will, egal welche Marke es ist. Und letztlich ist es ja auch so, wir hatten die Quarzkrise und viele Marken haben das einfach nicht überlebt, sind danach wieder neu ins Leben gerufen worden. Das gilt auch für bestimmte Microbrands, die jetzt gerade wieder neues Leben eingehaucht wird. Auch die gab es zwischendurch nicht. Man besinnt sich dann natürlich auf die Historie, aber letztlich, es ist halt nicht wie jetzt Rolex oder Patek oder was auch immer, die kontinuierlich da weiter produziert haben. Und insofern schockt mich bei diesen Geschichten jetzt nicht mehr wirklich was. Vielleicht ist es das, keine Ahnung, ist
das Gleiche gewesen mit der ersten Taucheruhr, ob es jetzt die Submariner war oder die 50 Fathoms. Es ist mir tatsächlich relativ wurscht. Was bei mir zählt, sind die Produkte, die heute gemacht werden. Wenn da jemand versucht, die Kunden ein bisschen übers Ohr zu hauen oder was auch immer, indem er von Manufakturkaliber spricht, wo keins drin ist und so weiter, dann finde ich das skandalös und das ist auch wichtig, dass man das entsprechend da aufdeckt. In dem Fall fand ich es auch wichtig, dass er es aufdeckt und ich bin gespannt, wie Blancpain jetzt reagiert darauf, also ob man das einfach aussitzt, was ich persönlich dann ein bisschen schwierig fände, oder ob man einen Nachweis bringt, dass man doch eben seit 1735 schon dabei ist oder ob man die eigene Geschichte ändert. Ich weiß es nicht, ich bin sehr gespannt, was da passieren wird. Wie gesagt, wenn euch das Thema interessiert, es ist sehr, sehr, sehr lang. Er hat viel ausgearbeitet. Schaut euch das unbedingt mal an in seinem Periscope-Blog. Auch da sehe ich das zu lässig oder bin ich da einfach schon zu abgehärtet, was das Thema angeht? Ist das ein Skandal, dass die Manufaktur vielleicht 80 Jahre jünger ist, als sie sich macht? Oder sagt ihr, ja, das ist eigentlich auch wurscht. Auch hier wird mich eure Meinung natürlich brennen. Interessieren. Insofern schreibt sie mir gerne. Ihr wisst wo. Ich muss es nicht nochmal sagen. Ich freue mich drauf, das zu lesen. So, jetzt haben wir einiges an Themen abgehakt. Jetzt kann ich meine Apple Watch hier in den Koffer packen für die nächste Reise. Folgt mir, wie gesagt, gerne auf Instagram, luxify-de, wenn ihr sehen wollt, was da auf dem Programm steht. Stichwort Percy und das unentdeckte Land, könnte man sagen. Viel Spaß auf jeden Fall damit. Das nächste Video hier wird es somit sicherlich nicht schon in einer Woche geben. Es wird wahrscheinlich wieder ein bisschen länger dauern. Ich hoffe aber, es wird kein Monat. Schauen wir mal. Bleibt mir auf jeden Fall treu. Das würde mich freuen. Ich freue mich natürlich auch, wenn euch das heutige Video gefallen hat. Wenn ja, gebt mir gerne ein Like und einen Kommentar und lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr es nicht schon habt. Das wäre natürlich auch super. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Zeit. Genießt die Zeit, gehabt es euch wohl, bleibt gesund und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.